Oracle 12 C Release 2. Wie ihr schon nicht beabsichtigterweise, nämlich wirklich nicht beabsichtigterweise, im Cloud Control gesehen habt, ja, die Beta ist schon da. Nein, wir dürfen euch nichts darüber erzählen, was nicht auf diesen Folien auch steht. Wobei, um ehrlich zu sein, ich habe nicht alle Folien reingeben können, weil sonst hätte ich da zwei Stunden stehen. Und ich habe aber jetzt nur mehr ungefähr dreiviertel Stunde. Also werden wir uns auf drei größere Themen fokussieren. Das eine ist Partitioning, das zweite ist eMemory, das dritte ist Security. Disclaimer von unserer Seite, ja, wir sind Teilnehmer von 12C-Beta-Programm, dürfen somit nichts erzählen, was nicht von Oracle offiziell schon announced wurde. Alle Informationen sind dementsprechend auf Screenshots abgebildet, um jegliche Diskussion, dass Oracle das nicht announced hätte, gleich einmal abzuwenden. Ja. Ich erzähle nur, was auf Screenshots steht, mit den Informationen dazu. Die Funktionen müssen nicht zwangsweise auch in der Final Release drinnen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie drinnen sind, ist hoch. Ja, und das sind nur die Highlights mit keinem Anspruch auf Vollständigkeit. Also ich muss aus Zeitgründen durchaus das eine oder andere Slide herausnehmen. Entschuldigung für die schlechte Kopie. Ich habe mit diesem Device hier Fotos gemacht. Das Problem ist, dass die Oracler bei den Vorträgen immer so gesagt haben, das kennen sie eh, fluff. Ja? Und ich habe gleich 5 oder 6 Mal probiert, das zu fotografieren. Das ist das einzige Mal, wo ich es erwischt habe und da war es nicht scharf. Tut mir leid, war nicht Absicht. Also es war nicht zu verheimlichen, man kann es nur lesen. Ne? Ja, also ganz normale, was bei Oracle wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen haben, das Safe Harbor. Slide. Kleiner Review, ja, so Partitioning. Ist ja bei Oracle jetzt nichts ganz Neues, das gibt es ja schon seit Oracle 8, ne? Die ersten Ansätze. Ne? Eben damals mit Range und Partitioning, mehr oder weniger als einziges. Ich konnte nicht sehr viel tun, ich konnte neue Partitions anlegen, wegschmeißen, Exchange hat auch schon gegeben, aber Merge, Split, so weiter hat es nicht gegeben. Mit 8i ist dann Hash-Partitioning dazugekommen und der Merge ist dazugekommen. Mit der 9i ist dann List-Partitioning gekommen. Der Grund, warum ich darüber schaue, das ist mir zu klar. Ja? Ich schaffe es nicht mehr, das zu lesen. Zumindest nicht, wenn ich mich bewege. Ja, dann sind eben in der 10er Sachen gekommen, wie Global Partitioning. Die Anzahl der Partitions ist gestiegen. Am Anfang war es Limit 65.000. Jetzt ist es 1 Milliarde. Na, Million, Entschuldigung. Million ist das Limit. In der 11er sind dann also Features dazugekommen, wie Virtual Partitioning, Referenz-Partitioning, also Foreign Car Primary Key Beziehungs-Partitioning. In der 12C Release 2 sind Hash, Bindestrich, Range-List oder Range-List sind dazugekommen, genau, dazugekommen. Dann ist Intervall mit Referenz-Partitioning kombinierbar geworden in der 12.1er und ganz unten ist das, warum wir da sind. Ja. Auto-List-Partitioning, Multi-Column-List-Partitioning, Intervall-Sub-Partitioning und Partitioned-External-Tables sind so die Highlights, die da gekommen sind, performancemäßig. Ja. Da sieht man, wo Oracle irgendwelche Features eingebaut hat, die mit Partitioning was zu tun haben. In der 12C Release 2 geht es, das, wo Oracle in der 12.1 schon angefangen hat, mehr in Online-Operations, immer mehr wird online, auch in Partition-Environments. Und Manageability, ja, ich kann jetzt gezielt auch bei Maintenance-Operationen Daten eliminieren. Da sind ein paar nette Features gekommen. Schauen wir es uns da rein nach an. Multi-Column-List-Partitioning. Okay, Hand hoch, wer List-Partitioning nicht kennt. Ich prügel kann. Okay, List-Partitioning ist was ganz Triviales. Stellt euch vor, wir denken in Bundesländern. Ja, und es verlangt jemand von euch eine Datenstruktur, wo für die Adresse auch das Bundesland abgespeichert ist und alle Daten aus einem Bundesland sollen in einer Partition liegen. Das wäre jetzt ein idealer Kandidat für List-Partitioning. Ich definiere einfach, die Spalte Bundesland hat Wert Wien, die Partition Niederösterreich, die Partition und so weiter. 9 sind es, dann kann ich noch lieb sein oder nicht lieb sein. Ich kann sagen, das, ja, wenn du einen Völler machst beim Eingeben, kommst du mir einmal auch gespeichert ab. Oder ich kann sagen, nein, ist mir wurscht, ja, dann kriegst du einen Fehler. Und das ging aber jetzt nur eindimensional. Ich habe jetzt nicht sagen können, ich will zusätzlich noch nach Postleitzahl. Ja, also Wien hat doch auch noch ein paar Postleitzahlen und alle anderen Bundesländer sowieso. Ich konnte nicht sagen, ich möchte haben als Bundesland ein List-Partition und dann halt alle Postleitzahlen aus dem Bundesland. Und das geht jetzt. Also ich kann es beliebig kombinieren. Ja, das heißt, ich kann hier
entsprechend kombinieren. Das geht sogar noch einen Schritt weiter. Es kann ja auch Überschneidungen geben. Ja, zum Beispiel, wenn man es nicht mit Bundesland und Postleitzahl macht, sondern mit Kunde und Jahr, wo er eingekauft hat. Dann wird es hoffentlich mehr wie einen Kunden geben, der in zwei Jahren was gekauft hat. Ja, das heißt, ich muss dann überlegen, was ist für mich die führende. In dem Fall wäre es zum Beispiel das Jahr. Wenn ich das Jahr jetzt als List Partition ausführe, kann ich aber als Range ausführen. Und dann hätte ich halt, was ich, Kundengruppe der Kunde als Subpartition. Ja, also das ist eines der Sachen, die da gekommen ist. Hat halt Vor- und Nachteile. Ja, der Nachteil ist mehr oder weniger, ich muss mal überlegen, was mache ich, wenn da was daherkommt, was ich nicht kenne. Und das geht halt in eine quasi Default-Partition. Ja, alles, was ich nicht triff, wandert dort rein. Ist dir noch klar? Das Ganze haben sie dann gleich noch in derselben Release, sprich in der 12G Release 2, ein bisschen erweitert, nämlich um das Auto-List-Partitioning. Ich möchte jetzt List-Partitioned haben, das ist für jeden Wert eine Partition. Ich will die unter Umständen auch zusammenlegen können, mergen können. Wenn jetzt ein neuer Wert daherkommt, soll nicht der Völler passieren, sondern er soll die Partition einfach anlegen. Ja? Genauso funktioniert. Das heißt, ich bekomme dann, wenn ein neuer Wert daherkommt, eine eigene Partition. Die kann ich im Nachhinein mergen. Ich kann dann zum Beispiel sagen, weil es da bei Autos sind, ne? VW hat Porsche gekauft oder Porsche VW, weiß ich nicht, die kennt ihr mergen. Oder VW ist gerade schlecht, ne? Steht zu viel in den Medien. Aber wenn einer den anderen kauft, könnte ich die dann auch wieder zusammenführen. Das nächste, was neu kommen wird, ist Intervall-Sub-Partitioning. Intervall-Partitioning, wer weiß nicht? Wissen alle, passt. Intervall-Partitioning ist jetzt nichts anderes, Erweiterung vom Range. Ich möchte Daten pro Monat abgespeichert haben, ich will aber nicht jedes Monat definieren, dann sage ich einfach, jede Partition ist ein Monat, Oracle kümmert sich selber drum. Und das geht jetzt auch Intervall-Intervall. Ja? Das heißt, ich habe Intervall, zum Beispiel Zeit, und was ist das andere Intervall in dem Fall? Das andere ist Bundesstaaten in Amerika. Kommt ein neuer dazu, wird einfach ein neuer angelegt. Und zwar nur dort, wo Daten sind. Wird zum Beispiel in Alaska nichts gekauft in dem Jahr, dann gibt es ja keine Partition dafür. Das ist die Idee dahinter. In dem Fall, sobald eben die Daten herkommen, werden sie entsprechend angelegt und zur Verfügung gestellt. Online Operations. Ja, ich kann bei Oracle etliche Sachen online machen. Wobei online eine relative Funktionalität ist. Ist online wirklich online und immer online, auch wenn es Oracle behauptet? Nein, weil viele Online-Operations funktionieren zwar grundsätzlich online, leben aber davon, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo keiner eine Transaktion offen hat, um die Verarbeitung abzuschließen. Aber egal, das soll es jetzt nicht hier stören. Nicht stören. Was wird dann online gehen? Ja. Modify partitioned, also Alter Table Modify Non-Partition to Partition. Ich kann jetzt aus einer normalen Tabelle eine Partitionierte machen mit einem Alter. Bis jetzt war das wie? Kreiere eine, so wie du es haben möchtest, und mach dann eine Exchange. Jetzt. Oder Table Redefinition kann ich machen. Ja. Also das Exchange ist mein Lieber, es geht schneller. Also ich kann jetzt in Zukunft aus einer normalen Tabelle eine Partitionierte machen. Conclusio, wenn ich eine Tabelle nur eine Partition hat, kann ich daraus auch wieder eine normale Tabelle machen. Ne? Online, also ohne irgendwelche Schnickschnack. Alter Table Move, nämlich jetzt Table, redet von Partition. Partition gibt es schon länger. Ich kann Partitions online moven. Tables war es nicht online möglich. Table war es immer eine, ich sperre die Tabelle exklusiv, move die Tabelle, gebe es wieder frei. Das wird jetzt kommen. Und das Split Partition wird jetzt auch online gehen. Merge Partition geht schon online, Split wird kommen. Ja, das ist eben aus normaler Tabelle max partitioniert, ja, als ein Alter Table. Das ist mein Sales Table. Ich sage dann Alter Table Sales Modify Partition by List. Die Regionen haben wir. Ab geht's. Also nicht nur mach eine Partition draus, sondern gleich richtig. Anders nettes Feature. Ich kann bei Verarbeitungen jetzt hergehen und sagen, was möchte ich nimmer? Ich kann zum Beispiel sagen, move mir doch bitte
die Partition in einen anderen Tablespace. Aber weil du die Daten nicht gleich angreifst, alle, wo der Order State Open ist, ja? Entschuldigung, nur die Werte, wo der Order State Open ist. Lesen müsst ihr gerne. Das heißt, alle, wo der Order State ungleich Open ist, macht er was? Wegschmeißen. Die landen im Misskühe. Ist jetzt natürlich eine fragwürdige Aktivität, wenn ich abgeschlossene Orders lösche. Aber rein theoretisch könnte es irgendwo anders einen Sinn machen. Ne? Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dass ich wirklich beim Moven von Partitions ungewollte Daten eliminiere, weil ihr greift ja sowieso an die Datensätze. Endlich! Tablespace Read Only kann Oracle schon länger. Table Read Only geht auch jetzt schon. Jetzt kann ich es auch Partitionweise machen. Und jetzt sind wir endlich dort, wo ich sage, das ist das Feature, was noch gefehlt hat, weil der Trick bis jetzt war was? Ich habe Tablespaces, die setze ich read-only. Möchte ich, dass eine Abteilertabelle read-only ist, muss ich was machen? Da hinten grinst der Kollege. Ja? Ich move den Sprech, also ich setze den Tablespace read-write, mache ein Backup. Move die Daten da rein, setze ihn read-only, mache noch ein Backup. Nur damit ich sicher kein Problem beim Restore and Recovery habe. Und ja, that's it. Ich habe einfach bewegt, für nichts und wieder nichts. Nur damit die Daten nicht geschützt sind. Jetzt sage ich einfach, kein Problem. Was hätte man denn gern? Hä? Alles read-only, außer die, die hätte gerne read-write. Danke, fertig. Na, oder umgekehrt, ich kann beliebig machen. Ich kann jede einzelne Partition read-write, read-only setzen, wie ich mag. Ja? Das heißt, geht problemlos, geht schnell. Ich sehe nur ein alter, steht nur im Data-Dictionary. Und damit bin ich mit den Teil über Partitioning fertig. Fragen zum Partitioning? Funktioniert es? Das, was wir getestet haben, ja. Ja. Man hat nicht viel getestet, gebe ich zu, aber zwei Sachen habe ich getestet. Funktioniert recht hübsch. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die im Development sitzen bei Oracle zum Thema Partitioning. Und die haben gemeint, also die neuen Features, da sind die Tests alle sehr, sehr exzessiv gemacht worden. Die dürften echt gut funktionieren. Also bin schon gespannt, wenn es kommt, vor allem so Sachen wie Read-Only Partitions, ist durchaus eine Arbeitserleichterung. In-Memory. Im Prinzip, Entschuldigung fürs Abschneiden, ne? Nicht ganz schön fotografiert gehabt. In-Memory bringt ein paar nette Sachen dazu, die uns auf mehreren Ecken helfen. Das eine ist, ihr habt die Möglichkeit, wovon an, schneller zu arbeiten. Einerseits durch die neuen Spark-CPUs, die Compressed Data schneller moven können. Andererseits hat Oracle neue Funktionalitäten eingebaut, die das Finden und Matchen von Treffern bei Joins zum Beispiel beschleunigen. Was noch dazugekommen ist, ist, ich habe das Problem, wenn ich Spalten nur für Filtern brauche, aber nicht eine Spalte, sondern Kombinationen. Gib mir doch bitte alle Kunden aus, keine Ahnung, aus dem Land und der Stadt. Das sind zwei Spalten. Ne? Was war der Weg bis jetzt? Oracle musste in beiden durchzischen, hat quasi virtuell eine Memory-Information aufgebaut, was sind die matchen, hat die dann gemerged und die Treffer geholt, so ähnlich wie es bei Bit-by-Bin jetzt funktioniert. So, auf die Art. Ich kann jetzt hergehen und sagen, okay, diese zwei Spalten, die kommen immer in der Abfrage vor. Ja, es kommt immer das Bundesland und der Ort vor, immer. Oder irgendwas anderes, was immer vorkommt. Ja, Oracle gruppiert die dann. Wie kann man sich das technisch vorstellen? Oracle geht her, nimmt die erste, konkateniert, hängt die zweite dran, stellt sie in eine, fällt eine. Und ich muss dann beim Filter nur mehr das suchen gehen. Wer sagt mir die Technologie, die Oracle schon hatte, die genau das gemacht hat, im Dataverse-Umfeld? Ja, externe Statistik, die haben mir für Statistik geholfen. Aber welche Technologie hat genau in diese Richtung gezielt, die im Dataverse? Bitmap-Join-Indizes. Da habe ich genauso was gemacht, fassen wir doch ein paar Sachen zusammen in eine andere Tabellen zum schneller füttern. Ähnliche Technologie, nicht dasselbe natürlich, aber ähnliche Technologie. Ja, und Vector Instructions ist eben das Zugreifen auf dieses Merging, welche Treffer habe ich?
Das kann man natürlich machen mit den normalen Befehlen, die wir so kennen. Es gibt aber in den CPUs inzwischen Vektoroperationen drinnen. Lass uns mit CPU und Maschinenprogrammierung auseinandersetzen. Gebaut sind die eigentlich waren für Grafikkarten. Also, gibt es aber auch für mathematische Berechnungen. Und Oracle hat begonnen mit der Release, möglichst alle diese Verarbeitungen auf Vektoroperationen umzustellen. Was ist der Vorteil? Bis zu 512 Bits mit einem Befehl verarbeiten. Also ich kann viel schneller die Treffer, die Joins finden, somit wird da einiges schneller. Das ist eben das, was dann rauskommt. Ne? Oracle kann gewisse Joins eben deutlich schneller machen, zum Beispiel Hash-Joins. Ja, was noch gekommen ist, ist eben die Möglichkeit für Aggregate in Memory. Werden wir uns dann kurz noch was anschauen dazu. Verbesserungen eben im Detail. Also man sieht ein bisschen Marketing-Slide, ja, wenig Technik. Ist auch stark bei den Vorträgen, einer war eher technisch, einer war eher Marke. Kennen Sie ja, ne? Das war eher ein Kollege aus der Marketingabteilung. Oracle behauptet im Schnitt dreimal schneller Joinern mit E-Memory gegenüber der 12.102, bei JSON 60-mal schneller, bei komplexen Expressions bis zu 10-mal schneller. Ja, das andere Thema war, wenn ich jetzt hergehe und implementiere die E-Memory-Technologie, dann geht das auf der Primary-Datenbank. Was ist für ein Standby-Hub? Auf der Standby konnte ich das nicht aktivieren. Es ging nur auf der Primary. So, was ist das, was Oracle uns jetzt schon lange erklärt, was ideal ist? Auf der Primary machst du das OLDP und auf der Standby machst du Read-Only Active Data Guard dein DWH. Und genau das ist mit dem Memory nicht gegangen. Das hat Oracle jetzt nachgereicht oder wird es nachreichen. Sofern ich Active Data Guard habe, nur dann darf ich es öffnen, kann ich das auf der Data Guard Seite im Memory fahren. Das heißt, ich kann jetzt wieder zurück zu dem, was Oracle gepredigt hat. Mein Primary ist OLDP und als Reporting logge ich aus ins Active Data Guard. Und dort kann ich jetzt auch mit dem Memory punkten. Ja, Kapazität. Einerseits haben wir eh schon darüber gesprochen, Memory wird immer mehr. Das meint hier Oracle aber nicht, sondern Oracle meint in Memory in der Exadata Flash. Was heißt das jetzt? Da schummelt Oracle ein bisschen. Das ist dann nicht mehr wirklich in Memory, sondern Oracle geht her und nimmt Bereiche, die ich nicht so oft brauche, zum Beispiel partitionierte Tabelle, greift fast immer auf die erste zu, aber nicht auf die anderen. Die agent dann, so wie beim Smart Cache, ne, da war ein aktives Buffer Cache ist Memory und ich habe SSD quasi als langsames Buffer Cache dahinter. Und genauso funktioniert es da auch. Ne? Das heißt, die Bereiche, die nicht so oft gebraucht werden, fliegen aus dem Memory quasi raus, aber landen im SSD von der Exadata. Viel schneller wie vor jeder Tabelle. Und es ist im Memory-Format. Also nicht relational, ich muss wieder lesen und neu populieren. Nein, nein. Die In-Memory-Struktur wird persistiert. Greife ich jetzt darauf zu, muss ich mal was machen? Aus der SSD, flupp, lesen, steht der auf der SSD da drauf. Das heißt, das bringt durchaus was. Allerdings wird das nur auf einer, also zumindest laut den Slides, die Oracle gleich hergezeigt hat, nur mit Storage Cells von Exadata und Supercluster gehen. Ja, als letztes nichts Neues. Das leichter zum Testen und Implementieren geht. Das geht auch schon mit der ersten Release recht gut. Ja, schnellere Joins, weil Oracle da eben zum Beispiel solche Kalium Groups unterstützt. Ne? Ich joine immer auf entweder Store und Store ID oder auf Sales und Store ID. Das sind immer meine Werbedingungen, nach die füttere ich oder nach denen gruppiere ich in Wirklichkeit. Dann machen wir da Join Group, was Oracle dann macht. Er legt genau das so ab, dass gepointert sind intern, also nicht doppelt, sondern gepointert und ist dann einfach viel schneller. Ja, das habe ich schon erzählt, dass eben auf der Active Data Guard Seite das im Memory liegen kann. Ja. Auch was Nettes, Memory Expressions. Ich will unter Umständen nicht die einzelnen Werte wissen. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel Stück hat er gekauft und was hat das gekostet, sondern wir wissen, was war der Umsatz. Ja? Ja, rechnen Sie da aus. Virtual Columns kann Oracle ja eh schon länger. Ja? Das geht jetzt auch für die In-Memory-Technologie. Das heißt, ich definiere einfach die Formel, ne? Ist Preis plus die Steuern, oder man kann es ja sagen, Stückzahl mal Einzelpreis plus Steuern. Ne?
und ich kann dann genau danach filtern. Das heißt, diese Technologie, die Oracle auf relationale Objekte schon länger kann, wird jetzt auch in eMemory einfließen. Das mit dem eMemory auch auf Flash, habe ich schon erzählt, also wenn es eMemory nicht mehr reinpasst, dann würde es bis jetzt einfach rausfliegen, er müsste beim nächsten Zugriff komplett neu populieren. Da schreibt das einfach auf der Storage-Seite, in der Storage-Cell und kann somit schneller zugreifen. Ja, also das macht es entsprechend schneller. Ja, Sie kennen alle diese Faktoren, die irgendwo stehen auf irgendwelchen Slides, vor allem Marketing-Slides. 10-mal besser, 50-mal besser, 100-mal besser, 1000-mal besser. Vergessen Sie es. Ja, es wird besser sein, wie viel werden wir sehen. Ja, hängt massiv von der Applikation ab, hängt von den Daten ab und nicht von irgendwelchen Marketing-Aussagen von irgendwelchen Herren. Auch das haben wir heute schon kurz besprochen, M7. Oracle sagt bei den Tests, wurde eben 2 bis 10 Mal schneller Zugriff auf eMemory erzielt. Jetzt im Vergleich mit der vorgehenden Spark-Technologie bitte, nicht mit einer anderen Technologie verglichen. Warum? Weil sie einfach diese eMemory-Compression, die Oracle für die eMemory hat, in der CPU dekomprimieren können. Das bringt was. Jetzt kann man frech sein und sagen, okay, aber ich fahre dafür nur mit einem Bruchteil der Geschwindigkeit. Weil da arbeiten ja das RAID, ja, und das RAID ist weniger wie ein Core. Also, man muss es einfach anschauen. Wir haben nur leider keinen Kunden, der die Kombination schon in Betrieb hätte. Nächste Thema, Database Vault. Ja, haben wir gerade im Vortrag vorgehabt. Auch da gibt es ein paar Erweiterungen im Security-Umfeld eben. Es gibt jetzt zusätzliche Vault Policies out of the box. Das heißt, die muss man jetzt von Anfang an alles selber definieren. Es gibt jetzt gewisse Sachen, die ich genauer definieren kann, zum Beispiel Connect oder Alter System. Bis jetzt konnte ich nur sagen, du darfst Connect oder nicht, du darfst Alter System machen oder nicht. Das geht jetzt genauer definieren. Du darfst zum Beispiel Alter System nur das und das ändern. Was genau, habe ich mir noch nicht angeschaut. Das nächste ist, es gibt einen Trainingsmodus. Wer hat sich mit Database Vault noch nicht ausgesperrt? Okay, alles klar. Wer hat Database Vault schon verwendet und nur getestet? Keiner, okay. Lasst es euch gesagt sein. Am Anfang ist es gut, wenn man einen Test- und Spieldatenbank hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich aussperrt, ist 100%. Das hat jeder noch geschafft. Und in der 12er hat man damit ein Problem, wenn man sich ausgesperrt hat. Dann bin ich ausgesperrt. Ja, in der 11er konnte ich oder in der 10er konnte ich noch durch entsprechendes rauslinken vom Database Vault wieder rein, den Problem fixen, wieder zurücklinken. In der 12er ist es nicht mehr so einfach. Also wenn ich mich gescheit ausgesperrt habe, dann war es das. Jetzt gibt es einen Trainingsmodus. Das heißt, ich definiere meine Definitionen, ich schaue mal an, was passieren würde, und wenn ich der Meinung bin, das soll auch passieren, dann schalte ich scharf. Das finde ich jetzt genial. Ja, und es wird Database Vault auch in Kombination mit Data-Guard Rolling Upgrade und so weiter in Zukunft möglich sein. Also, Rolling Upgrade war gar nicht möglich. Flashback war massiv eingeschränkt. Das wird in Zukunft auch nicht mehr so sein. Und auch bei Information Lifecycle Management wird jetzt mit Database Vault kombiniert besser möglich sein. Ja, Trainingsmodus. Ja. Wie verhindere ich, dass ich mich selber aussperre? Ja. Definiere mir, was ich glaube, dann schaue ich, ob ich noch reinkomme. Ob ich noch arbeiten kann, ob ich es auch wieder deaktivieren kann. Schaffe ich das, kann ich es in Betrieb nehmen. Beispiel für Alter Session, ne? Was darf ich, was darf ich nicht. Ja, das heißt, ich kann sagen, okay, du darfst das und das Alter Session machen, andere nicht. So, hilft ein bisschen Security zu erhöhen. Ja, Zusammenfassung. Auch die 12C Release 2 wird wieder ein nettes Set an Features bringen. Sie wird auch freundlicherweise ein paar Bugs, die in der 12.1er drinnen sind, fixen. Leider nicht alle. In-Memory wird konsequent weiterentwickelt. Features, die eben schon da sind, werden jetzt in das Feature auch voll integriert. Siehe DataGuard, ja, siehe Virtual Columns, einfach Sachen, die schon da sind, relational, gehen dann auch im Database Vault. Und der Fokus auf den meisten Releases zwar ist eigentlich bei Oracle, nicht wieder komplett neue Features reinzupressen, sondern die da sind, einmal zu konsolidieren, zu streamlinern, zu leicht zu erweitern. Und genau das ist wieder da. Ja. Das ist die 12.2 ist wieder so ein Release, wo sie das, was gekommen ist, ein bisschen konsolidieren und die größten
größten Features da mal ausbauen, die sie wieder eingebaut hatten.